Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Portaltag am 29. Januar 2019 nach Maya-Kalender. Portaltag kommt auch von Maya-Kalender. Wenn wir überlegen, wir im Westen, oder könnte ich sagen weltweit, benutzen wir ein Kalendersystem, und dieses Kalendersystem heißt Gregorianische Kalender. Dieser Kalender hat Papst Gregor eingeführt. Vor ihm gab die Julianische Kalender und das stammt von Julius Caesar. Aber Julius Caesar hat das Wissen von Ägypter übernommen und hat damals die Kalender reformiert. Julius Caesar war auch verliebt an Kleopatra, hat einen Bezug zum Ägypten gehabt. Später hat Papst Gregor die Kalender verändert und dieser Kalender ist das, was wir bis jetzt immer noch benutzen. Das ist die Gregorianische Kalender. Aber bei diesem Kalendersystem handelt sich immer wieder mal um Macht, weil das hat mit Natur gar nichts zu tun. Wir sind nicht im Einklang mit dem Einfluss von Kosmos oder von Naturkräften. Wenn wir überlegen, wie die Monate heißen, können wir auch nachdenklich sein. Monat Juni bekam den Namen von Juno. Juno war die Ehefrau von Jupiter. Das ist der römische Name. Juno war die Göttin, die Ehe, Göttin, die Familie, Göttin, die Ehefrauen. Der griechische Name ist Hera, die Ehefrau von Himmelsgott Zeus. Nun, Monat Juni trägt den Namen von Juno. Monat Juli trägt den Namen von Julius Caesar. Und Monat Juli besteht aus 31 Tagen. Und das sollte eigentlich dann Monat August 30 Tage folgen. 31 Tage und dann 30 Tage. Aber Monat August besteht auch um 31 Tagen. Warum? Weil Monat August bekam den Namen von Kaiser Augustus. Und dieser Kaiser Augustus dachte, wenn Julius Caesar 31 Tage hat, dann Kaiser Augustus muss auch 31 Tage haben, kann nicht kleiner sein wie Julius Caesar. Sie haben dann einfach vom Monat Februar diesen Tag weggenommen. Und so ist unserem Kalendersystem. Und die Maya-Kalender, das ist basiert auf die Beobachtung, die Natur, die Beobachtung, die Sternen. Und das ist ein ganz altes Wissen, mathematisches Wissen und präzise. Eine präzise Kalendersystem. Leider ist ein Teil zerstört geworden durch die Inquisition, haben einige Schriften verbrannt, aber immerhin haben wir noch Quelle. Und dieser Maya-Kalender basiert nicht nur um einen Kalender, sondern sie haben mehrere Kalender gehabt, einen für den Alltag. Und sie beobachteten auch, dass unsere Sonne und die gesamten Sonnensystem bewegt sich mit den Plejaden in eine zentrale Sonne. Und diese zentrale Sonne ist Alkyone, eine von den Plejaden. Diese Plejaden sind die sieben Geschwister, die Töchter von Atlas, und die Zentralsonne ist Alkyone. Alkyone heißt der über die Bösen siegt.
So ist die griechische klassische Mythologie, wie Alkyone beschrieben wird. Die zentrale Sonne ist Alkyone und die Geschwister, die Plejaden und unsere Sonne und unserem gesamten Sonnensystem kreist um diese zentrale Sonne. Das ist eine höhere Ebene und unser Sonnensystem bewegt sich durch diese Alkyone, diese zentrale Sonne, in einem platonischen Jahr. Und dieser platonische Jahr ergibt 26.000 Jahre. Also unser Sonnensystem braucht 26.000 Jahre einmal, um die Alkyone umkreisen. Und das ist eine höhere Ebene, eine höhere Schwingung. Und nun diese Portal tagen wie Türen, wie ein Tor, wo die beiden Kalender übereinstimmend sind. Und solchen Tagen haben wir eine höhere Frequenz, öffnet sich den Tor zu dem Göttlichen, öffnet sich den Tor zu einem höheren Bewusstsein auch. Und die heutigen Tor, den heutigen Tor in diesem heutigen Portaltag heißt Kiib. Das ist die heutigen Tor in diesem Portaltag. Und durch dieses Tor können wir uns öffnen für einen höheren Bewusstsein, einen höheren Schwingung, einen göttlichen Ebenen. Was verbirgt dieser Tor Kiib? Kiib bedeutet übersetzt Eule und das Symbol ist dieser Stab. Und dieser Kiib heißt die gelbe Obertonkrieger und befindet sich im 96. Tag. Dieser Kiib hat eine Zahl. Und diese Zahl hat eine sehr wichtige Bedeutung. Seine Zahl ist 16. Und diese 16 bedeutet Konzentration und Weisheit. Dieser Kiib, dieser Tor vermittelt uns eine wichtige Botschaft. Die Intuition mit unserem Verstand verbinden. Dieser Kiib, dieser Tor, dieser heutigen Portaltag schließt die vierte Zone der Welle und das ist hier die Oberton. Dann kommt eine neue Periode, könnte ich das mal so formulieren. Und dieser Tor bedeutet oder zeigt uns die höchstmögliche Reife den einzelnen Menschen. Und das bedeutet für uns jetzt die Chancen sehen, die Chancen ergreifen, über die Dinge zu stehen. Hier bei diesem Oberton haben wir eine Welle, eine Menschenwelle in den obersten Ton. Und dieser Ton vermittelt uns Vertraue die inneren Führung und bringe das, was du richtig findest, ohne Angst. Jetzt hast du die Reife, jetzt hast du die Instrument in Hand und du hast die freie Wille, das zu tun, was du richtig hältst. Und steh über die Dinge und überwinde dein Zweifel, überwinde deine Angst. Und das ist gerade diese Instrument, was du hast, hier die Führung. Dieser Stab zeigt diese Führung. Dieser Tor bedeutet, die inneren Stimme, dieser göttlichen Stab, diese göttliche Führung in Hand zu nehmen. Ein Empfang, dieser Portaltag ist gerade ein Empfang für die göttliche Kommunikation. Und die Energie, was wir jetzt empfangen, ist eine Sonnenenergie von der Zentralsonne Alkyone und das ist eine goldene Strahlenglanz.
Und die Gefühle achten, wir empfinden heute Gefühle wie Zärtlichkeit, Höflichkeit, Freundlichkeit, Liebenswürdigkeit. Also das ist mal die Tor, was in diesem Portaltag öffnet. Kommunikation mit dem Göttlichen, die Intuition über die Dinge zu stehen, ohne Angst etwas tun, wovon wir überzeugt sind und das auch durchführen. In diesem Maya-Tarot-Karten zeige ich noch die Botschaft, wie könnten wir das tun, die Angst überwinden, was kommt in die kommenden 16 Tage, weil immerhin Kiib zeigt sich auch die Tage, dann folgt die Energie 16 Tage. Hier starten wir. Das ist der Beginn und das bedeutet, die Kräfte in uns sammeln, aber noch zurückhalten. Eher etwas noch beobachten, die Ruhe bewahren, zurückhaltend sein und Kraft sammeln. Die zweite bedeutet hier, die wahre Feind kommt von Meer und Meer ist Wasser. Und Wasser symbolisiert die Gefühle. Hier zeigt sich, die wahre Feind in uns ist unsere Unentschlossenheit und unsere Ängste. Und diesen Gefühlen sollen wir bewältigen. Und die dritte Stufe zeigt, es kommt eine wichtige Nachricht auf uns zu. Und hier zeigt sich, was spiegelt sich noch? Wohin führt das? Wie können wir das alles transformieren? Hier unten ist eine große Brunnen und diese große Brunnen zeigt die Wasser- und Erde-Element, die Tiefe. Und hier in diesem großen Brunnen, in unserem Tiefe liegt die Intuition und gibt uns die Sicherheit und die innere Ruhe, was wir brauchen. Und dann kommt die Kraft, all das zu bewältigen, was wir gerade richtig finden. Aber wichtig, die inneren Gleichgewicht bleiben und die Ziel, was wir jetzt in dieser Phase, in diesen 16 Tagen, bis diese Energie wirkt, erreichen wir unseren Zielen. Diese Karte bedeutet, wir öffnen unseren Horizonten und das verspricht auch Sieg. Jetzt kommt ein zweiter Zeitabschnitt, eine weiße Zeitschloss und da geht es auch um die Transformation. Aber hier bei diesem Tor handelt es sich nur um unsere menschliche Existenz, um die Tat, um die Realität, die Alltag und jetzt sind wir im obersten Tor, wo wir uns verbinden mit unserer Intuition, mit unserem Verstand und öffnet sich dieses Tor auf dem göttlichen Kommunikation. Und das war dieser Portaltag. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo. Thema ist Kindheit und das innere Kind. Warum ist es so wichtig, dieses Thema ansprechen? Weil Kindheit, Kindheitserinnerungen haben wir alle. Und es begleitet uns bis zu unserem Lebensende, beeinflusst unserem Leben, unserem Gedanken und unserem Gefühlen. Und hat einen Einfluss auf unsere berufliche Zukunft, aber nicht nur dort, sondern beeinflusst unsere Beziehungen, weil oft wiederholt sich die gleiche Muster, nicht nur bei uns, sondern bei unserem Partner oder bei Männern, bei der Partnerin. Also das sind oft dieselben Muster, was wir erlebt haben in Kindheit. Wir ziehen so ähnlichen Partner an, was der Vaterbild ist oder die männerähnlichen Partnerin wie die Mutterbild ist. Und das sollte man auch klären, jeder mit sich selbst klären. Und dass wir mehr Verständnis haben, warum oder verstehen wir, warum ist diese Beziehung so, wie das ist, warum läuft es nicht rund,
Woran liegt die Hund begraben? Oft ist es die Kindheit. Und darüber habe ich ein Klärungsvideo gemacht. Ich veröffentliche diese Klärungsvideo nicht. Wenn ihr Interesse daran habt, wirklich ernsthafte Interesse, dann bekommt ihr die Link dazu. Diese Klärungsvideo ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Schreibt mir ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen nichts zu tun. Diese Klärungsvideo ist kostenlos. Dann bekommt ihr den Link dazu, dann schaut euch an, was sagt euch das aus, und dann bin ich sicher, ihr habt mehr Verständnis an euren Partner oder klärt sich vieles auf, warum ist die Beziehung so, und erkennt ihr die Muster von der Kindheit, entweder an euren Kindheit oder die Kindheit von euren Partner oder Partnerin. Ich bedanke mich voraus für die Interesse und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.